von Johnny Mitchell, Matala. Hier hat sie in der Höhle dann den Song Carrie geschrieben. Gernot, kannst du den eigentlich singen? Ich kenne den Song gar nicht, weil ich war nämlich damals zu der Zeit, war ich immer so eingedröhnt. Ich habe mit dem Robert Zimmermann immer meine Sessions gehalten. Der Robert Zimmermann war ja hier dann sehr inkognito, nicht wahr? Und wir haben da selige Zeiten mit tollen Pott gehabt. Aber kannst du vielleicht aus der Zeit noch ein altes Hippie-Lied singen? Ich kann kein Hippie-Lied mehr, weil man hat ja durch wissenschaftliche Forschungen eben auch festgestellt, dass wenn man zu viel Pott raucht, sich ein wenig die Erinnerung verkürzt. Mhm. Aus der Zeit weiß ich eben, ist da leider nichts mehr. Ich weiß ja, auch der Rock'n'Roll-Zeit vorher noch ein Wörtchen. Aber das berühmteste Hippie-Lied ist doch von dem Flower-Pot-Man. Ja, wie der Name schon sagt. Ja, ich kann mich da leider nicht mehr erinnern. Das wirst du kennen. Let's go to San Francisco. Dann vielleicht singst du uns ja ein Happy Lied. Überhaupt ganz schlecht bestellt. Vielleicht solltest du ein bisschen Pott rauchen, dann geht's vielleicht. Schon im ersten Schuljahr, als singen war, durfte ich nicht mitsingen, hat die Lehrerin gesagt. Ich ja, nicht. Immer jetzt in so einer Happy-Höhle hier. Das hat mich auch hier. Von meinem Gesangsselbstvertrauen arg erschüttert. Oh. Ja, klar. Da war nichts mehr mit singen. Also mit dir jetzt auch nicht mehr singen, Gernot. Und dann kam ich auch mal nach How Many Roads. So in the town where I was born, lived a man who sailed the sea. Da 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 da. Submarine, very dark cave, very dark cave. We all live in a very stony cave, very stony cave, very Roman grave. Okay, das war ja schon wunderbar. Wir können uns jetzt also ein bisschen besser vorstellen, wie das hier in der Höhle in der Zeit war. Ja, genau. Das Einzige, was jetzt hier fehlt, ist der Duft von Pott und von Shit. Was jetzt? Den Englisch kann, oder anders? Ja, beides. Ach so. Ja, weil einfach das auf der Videokamera nicht präsent sein kann. Diese olfaktorischen Aufnahmeapparate... Du bist auch nicht mehr so euphorisch wie früher, oder? Nee, nee, weil das Alter hat mich natürlich sehr gebeugt. Auch, dass man... Freunde gehabt hat, die ihn jetzt vergessen wird. Der Robert Zimmermann war ja ein guter Freund von mir, der hat mich aber jetzt komplett vergessen. Ich habe ihm mal geschrieben... Kriegst du keine Freikarten mehr? Nein. Ja. Er hat ihm mal geschrieben, hat er gesagt, er kennt mich nicht. Er heißt jetzt übrigens Bob Dylan. Und diese eine, die hat es da auch dann, diese Johnny Mitchell. Ja, genau, die oder da, nicht, die ist da so mit den langen Haaren herumgerannt, so wie sie Gott geschuf, nicht wahr? Aber jetzt kennt sie natürlich niemanden mehr aus der Zeit. Es ist sie völlig zugenäht und zugeknöpft, also wirklich. Ah, diese ganzen guten Freunde, die haben mich alle verlassen und die kennen mich jetzt alle nicht mehr und jetzt bin ich ein bisschen in die Höhle gedrückt und traurig. Aber deine Höhle bleibt an zu lachen, weil... Das ist da nicht zum Lachen. Das ist nicht zu machen. Diese Zeit ist wirklich vorbei und ja, wir wollen jetzt noch mal einmal hier rausgucken an diesem wunderschönen Beach aus dieser Höhle raus an Winnie the Pooh vorbei, dem alten Höhlenbär. Wir finden uns dann wirklich tatsächlich in Matala. Nee, die Pumpe ist nicht dein. Hippie Paradise. So, willst du uns noch einen singen? Oder ich will auch nicht mehr irgendwie so eine Arie oder irgendwas aus dem Zigeunerbaron oder so.
Na dann nicht. Sing doch mal, dein ist mein ganzer Schmerz. Oder was? Ah, buon mercato, chi vuol comprare, forbici, spile, sa buon perfetto, io vendo e compro qualunque getto, concludo a pronti, qualunque affa, concludo pronti, qualunque affa, concludo pronti, qualunque affa. Na wunderbar. Okay. Sehr schön. Hab ich auch. Und das ist hier der berühmte Sand von Matala. Ich würde euch jetzt mal zeigen, wie die Hippies damals hier gehaust haben. Moment, schwenken wir jetzt mal zu den Höhlen rüber. So. Da könnt ihr euch das mal angucken, da oben in den Höhlen. Haben die dann gelebt und die haben die auch wunderbar zugeschissen. Da werde ich euch gleich auch ein kleines Stückchen zeigen von einem Ex-Hippie, der immer noch dort oben haust. Jetzt schwenken wir mal langsam rüber über die wunderbare Bucht. Und wenn man da zugekifft reinspringt, könnt ihr euch wohl vorstellen, wie das abgeht. Und dann noch den Stoff vom Hasen. Dann den Stoff da, den richtigen Stoff, den man nur hier kriegt, von dem Rastermann mit dem Fahrrad. Ja, den Rasterstoff, den gibt es nur hier, den guten. Also das geht so ab, das dampft so ab, das kann man sich echt nicht vorstellen. Jetzt werden wir mal hier ein bisschen schwingen, hier sind noch ein paar Überbleibsel der Hippie-Kultur. Basteln hier gerade so einen Stand zusammen. Ja. Und dann habe ich hier noch einen Alt-Hippie, der sitzt hier gerade und raucht sich gerade seinen Joint. Ja. Das ist hier das Bob Dylan Restaurant. Auch nicht mehr so, wie es mal war. Schuss gegen Schuss. Ja, und dann sind wir schon wieder hier bei den Höhlen. Hallo, Kaffee, Cappuccino, Espresso, Frappé, Kaffee. Und wieder beim Sand.